Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Und ich bin mal hierhin zurückgeklettert, wo wir das letzte Mal so böse rausgeworfen wurden oder uns hier in die Map abgeseilt haben. Und geh mal weiter schauen. Alter, was ist denn jetzt los? Ach so. Schlange also. Und geh mal schauen, was es hier so gibt. Also ich meine, der Weg wird ja nicht ins Nichts führen. Seht ihr, da ist ein unbekannter Ort. Ta! Da sitzt sie. Zwei Schuss, ne? Die Sampana-Fälle haben wir entdeckt. Müssen wir auch gleich mal hier so ein. Das ist aber echt schlecht, ja? Zack. Schöner Nachthimmel und jetzt können wir noch weiter rauf. Also, ja. Ist hier aber noch ein Tempel. Mein Wille ist jetzt stark. Ha, guck mal, das ist schon wieder die Terra. Vater, der goldene Pfad ist wahrhaftig mein Weg. Amida hat mir so vieles gezeigt. Unsere Sache bedeutet mir so viel, dass ich mich dem Training selbst übertreffe. Mein Körper ist zu einer Waffe geworden und sein einziger Zweck ist es, einer höheren Sache zu dienen. Ich fühle mich unbesiegbar, als würden mir die Geister unseres wunderbaren Landes über die Schulter schauen und mich segnen, indem sie meinem Leben einen Sinn geben. Deine Worte erfüllen mich ebenfalls mit Stolz, und ich glaube, eines Tages wird auch Mutter meine Entscheidung verstehen können. Ich liebe euch beide, ich liebe euch beide, deine Tochter Terra. Ja, wenn ihr nicht, wenn ich euch auf den Sack gehe mit meinem Vorgelesen, dann müsst ihr es mir sagen, ne? Was ist das? Unsere Kanone ist auch am Arsch, kann es sein? Das ist ein alter Indianerbogen. Was ist das hier? Das ist eine normale AK. Ja, die sah eben so dunkel aus, ne? Wollen wir dann mal den Bogen hier mitnehmen? Nur so aus Spaß. Die müssten wir ja eh eigentlich. Ansonsten wissen wir ja, wo sie liegt. Okay, seht ihr, da haben wir schon wieder was Abgefahrenes entdeckt. Ist immer noch Nacht. Tief dunkle, helle Nacht quasi. Durch das an. Hier unten drinne haben wir das letzte Mal diese Maske gefunden. Aua!
Oh Gott. Habt ihr das gesehen, wie die uns hinterhergekommen ist? Ey, war ja direkt furchteinflößend. Wo kommen wir denn hier runter? Wir müssen gar nicht runter, wir müssen weiter. Jetzt haben wir halt so einen Bogen. Warum auch immer. Zack. Lianen kennen wir doch auch noch. Da weiß man, da kann man hochklettern. Also ich mag das, wie gesagt, auch eigentlich sehr gerne, weil es irgendwie dieses... Es ermöglicht dieses instinktive Spielen, will ich es mal nennen. Oh! Uiuiuiui. Wie hoch der immer dann springt, wenn wir unsere Indiana Jones Kratos Action machen. Wie bei Spelunky. Seil nach oben schießen. Hier die grünen Pflanzen, da können wir doch bestimmt früher oder später auch Medizin daraus machen. Das Wurfmesser, schön. Ach, Köder? Wurfmesser, Granaten, okay. Müssen wir hier die Banaschursgabe. Ein helles Licht scheint. Strahlen der Morgensonne. Banasurs Geschenk. Dunkler Donner dröhnt. Das Gras ist benetzt vom Tau. Eine Krähe gräht. Ich stehe im Wind. Sonne hinter den Wolken. Die Krähe fliegt fort. Okay. Hier, Dark Souls. Gucken, ob in allen Waren was drin ist. Oh, hier sieht uns keiner, wie wir hier den.
Schießstand. Ah ja. Longinus. Longinus hat den goldenen Pfarrer großzügig mit Waffen ausgestattet. Also haben wir ihm eines der Gebäude hier auf dem Trainingsgelände überlassen. Bitte seid ihm gegenüber höflich und respektvoll und scheut euch nicht, ihn nach Tipps zu fragen. Ich habe gesehen, wie er Waffen auseinandernimmt und reinigt. Er kennt sich wirklich gut damit aus. Amita. Meine liebste Tochter. Terra, da ist sie schon wieder. Ich wollte dir noch schnell schreiben, bevor dein erster Einsatz im Außenposten Kilana Bazaar beginnt. Ich bin so stolz auf dich, deine Mutter auch. Irgendwo tief unter ihrer Angst. Du solltest dir bewusst sein, dass dein Lebensziel nicht darin besteht, unseres zu erfüllen. Ich werde aus diesem Anlass eine neue Ladung Raxi brennen und sie stolzer Vater nennen. Sag deinen Kameraden vom Goldenen Pfad, dass der alte Isha euch bald mehr als genug davon schicken wird. Dein Vater. Ja, die Terra, das ist hier so ein bisschen die Geschichte, die wir so am Rande mitkriegen. Ah, da gehen wir doch mal hier gucken. Da muss der doch auch irgendwo sein, der Typ, oder nicht? Der Longius. Vielleicht müssen wir da vorher auch mit der Amita reden. Das ist durchaus möglich. Hier hängt noch eine Notiz an. Mein Bethaus. Ah ja, das hatten wir schon mal. So, Fahrzeug. Pfeil für kein Signal. Ja. Und los geht's, Freunde. Endlich können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Können wir jetzt schießen? Achso, wir haben nur den Bogen dabei. Endlich kann man ein bisschen die Fahrt genießen. Ich höre Dabi Railrunner für Freies Kyrat. Okay, kennt ihr diese alten K.I.O.M.I.? Man erzählt sich, dass Yuma, Hagans rechte Hand, jetzt für die Minen verantwortlich ist, nachdem K.I.O. bankrott gegangen ist. Was? Lasst euch das mal auf der Zunge zacken. Eine frühere Triadenschlampe aus... Habt ihr das gesehen? Unsere Zielhilfe hat einfach die Olle überfahren. Ist ja wohl eine Frechheit. Versaut die uns schon das Karma. Die Fahrhilfe überfährt einfach irgendwelche Zivilisten. Habt ihr es gesehen? Man verliert Karma und da steht, man soll keine Zivilisten töten. Hier, die gute Frau war's. Entschuldigung. Aha, das sieht doch nach einem Alarmknopf aus sonst, oder? Was? Unser Bursche ist ja mittlerweile ein ganz guter Kletterer. Das muss doch nicht sein. Anti-Baby-Pille? War ja auch keine böse Absicht, das war der Kit. Hier, wie heißt denn das bei euch? Fahrhilfe, Autopilot, Knight Rider. Kit hat sie umgebracht, nicht ich. Habt ihr es gesehen? Wir dürfen da noch gar nicht lang. Ist ja gemein. Was zum? Was soll das denn? Die haben jetzt alle Angst, weil die Alte da liegt. Deswegen werden sie immer wieder ängstlich. Wir brauchen immer noch Tibet-Wölfe. Da
war eigentlich auch ein Ziel. Ihr hört Rabbi Rayrada vom Sender Freies Kühlrad. Okay. Böses Panzernashorn. Und wir haben nur so einen schwulen Bogen. Wölfe brauche ich. Das ist jetzt da drüben, ist es. Aber das bringt uns bestimmt einfach um, wenn wir es jetzt mit unserem Bogen anschießen. Leuchte weg. Hat sich gerade dieses riesige Nashorn vor uns versteckt? Das an. Junge, 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 Junge! Genau, Affe, lauf! Oha! Oha! Alter! Alter! Der goldene Pfad hat dieses Gebiet unter Kontrolle. Ja! Hinter mir ist ein Nashorn, spann du dich doch! Halt's Maul! Wie's ausrastet einfach! Einfach ausrastet. Alle umbringt und sich dann wieder verpisst. So, jetzt gehen wir auf Nashornjagd. Habt ihr es gesehen? Guckt. Was er einfach mit dem Auto gemacht hat, auf das wir uns geflüchtet haben. Einfach weggerammt hat das. Ist es hin? Ich würde so gerne ein Panzernashorn erlegen. Es ist weg. Vielleicht ist es da unten. Ach nee, die jagen den Vogel. Das Nashorn. Das Nashorn ist einfach weg. Achtung, Ladi da! Das Nashorn hat sich einfach davon gestohlen. Keine Ahnung, wie es das gemacht hat, aber es hat's gemacht.
Geil. Leere Dosen, Blumen. Das ist der Sherpa. Longius wissen wir noch nicht. Da. Fragen wir mal die Uschi oben auf dem Berg. Ihr hört Rabbi Rayrunner für freies Kyrat. Okay, kennt ihr diese alten K-I-O-Minen? Man erzählt sich, dass Yuma, Pagans rechte Hand, jetzt für die Minen verantwortlich ist, nachdem K-I-O bankrott gegangen ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Eine frühere Triadenschlampe aus Hongkong ist für die größte Bergbaufirma in Kyrat verantwortlich. Die Arbeitsbedingungen sollen ziemlich furchtbar sein. Ich meine echt schlimm, Leute, wirklich schlimm. Die Kinder, die in Schaltfabriken in China schuften. Ihr habt echt Besseres verdient. Aber was soll man machen? Sollen die Arbeiter sagen, oh, Entschuldigung, Madame, aber mein Helm entspricht nicht den Sicherheitsstandards. Entschuldigung, grausame Frau, bitte. Also, so viel zu, es gibt keine Krokodile. Wenn das kein Krokodil ist, weiß ich auch nicht. Hier. Also, nix mit Schwimmi, Schwimmi durch Gewässer. Und habt ihr es schon wieder gesehen? Das Nashorn hat es tatsächlich schon wieder geschafft, sich zu verpissen. Wie machen die das? Die sind doch so riesig. Wie können die sich einfach so schnell vor mir verpissen? Verrückter Vogel, Ja, wir reisen da jetzt mal hin. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Folge geht. Ich glaube, wir machen jetzt dann mal ein Päuschen. Erstmal besorgen wir uns vielleicht um eine neue Waffe. Seitenwaffe? Achso, wir haben ja immer noch keinen Pelz, ne? Von dem blöden Wolf. Ah, alle Waffen, die wir mal in der Hand haben, behalten wir anscheinend hier drin. Oder? Kann das sein? Ja, ich denke. Ich denke. Ja, wir nehmen die jetzt erstmal wieder mit. Weil, so halt. Und jetzt gehen wir mal zur Amita. So heißt sie doch, oder? Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden wir siegreich sein. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit hinter uns. Ja. Dann haben wir ja auch wieder viel gesehen. Nashörner. Habt ihr gesehen, wie das abgegangen ist? Teufel noch eins, Junge. Das ist ja krass gewesen. Das Auto weggerannt, alle umgebracht. Und wir hatten nur den schwulen Bogen. Das hat nicht funktioniert. Beim nächsten Mal schauen wir mal, was hier die Uschi zu sagen hat. Jetzt erzählt die uns ja auch was Feines. Weiß man ja nie. Und bis dahin... Bleibt mir nur zu röpsen. Entschuldigt. Wünsche ich euch natürlich einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder eine schöne... Woche. Ne, schöne Woche nicht, weil ihr müsst ja morgen wieder einschalten. Wenn's heißt Let's Play Far Cry 4. Leute, macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.